sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Was ist los? Amanda! Amanda? Kannst du mich hören? Amanda! Was ist passiert? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was... Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Es kommt. Verdammt, Lara. Ich bin gleich bei dir. Hey, ich glaube, ich sehe ein... Bleib, wo du bist. Ich komme... Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott!
ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sif an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stell sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot.